Willkommen zu Patrick Zucker Time. Leute, macht eure Köpfe fertig, steckt sie auf die Pfeifen, packt die Kohle rauf, setzt euch hin, lehnt euch zurück und genießt das Video. Wir sehen uns gleich. Hi Leute, willkommen zurück zu meinem Channel. Heute mit dabei der Felix. Jo. Vieles mehr gleich nach dem Vorvideo. Eine kleine Unterbrechung, und zwar geht es darum, ein Like oder ein Abo dazulassen, weil die meisten von euch sich meine Videos ansehen, aber doch kein Abo dagelassen haben. Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr das tun würdet, um weiterhin eine große Community mit euch zusammen aufzubauen. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei dem Video. So Leute, heute habe ich einen neuen Tabak für euch, und zwar den Miss Juicy. Ich würde sagen, wie immer, schauen wir uns mal den Tabak an, wie er so aussieht. Ist ja ein Holstertabak, ne? Ihr seid's gewohnt, ich bin's gewohnt. Muss man nicht lange drum reden. Ich würde sagen, fangen wir doch einfach mal an. So, dann nehmen wir uns mal unseren Funnelkopf, hauen den Tabak schön mal rein. Wie im vorherigen Video auch gesagt, einfach in den Kopf hineinfallen lassen. Ganz, ganz locker. Das sollte reichen. Dann verteilen wir das schön. Übrigens muss ich sagen, dass es in so einem Hokain-Kopf wirklich echt geil zu bauen ist. Ich glaube, Pi mal Daumen waren das, was reinkommen kann in so einen Kopf an Tabak, 18 Gramm gewogen, 18 bis 20 Gramm so. Das Loch in der Mitte, kleines bisschen frei machen, damit keine Blättchen reinfallen. Den Rand noch ein bisschen schön machen. So. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich auf der Couch wieder. So Leute, ich hoffe, das Kopfbauvideo hat euch gefallen. Heute, wie schon im Video gesagt, der Miss Juicy von Holster. Fackeln wir noch nicht lange rum. Der Felix hier raucht heute zum ersten Mal Shisha. Zum allerersten Mal. Schon aufgeregt? Ja, schon. Let's go. Kurz zum Tabak. Wie immer fangen wir mit dem Schnitt mal an vom Tabak hier. Wie er aussieht. Wir haben hier was Helles, der gängigste Tabak und von der Feuchtigkeit, wie man von Holster eben nur mal gewohnt ist. Gute Feucht, würde ich jetzt sagen. Schnitttechnisch, mittel, bis hin zu fein. Okay Felix, dann würde ich sagen, hauen wir mal rein hier, oder? Jetzt nicht erwartet. Erzähl mal, wie ist der Geschmack? Ja, schwer zu sagen. Muss mal rein, dann wird er nämlich viel leichter. Matsch. Die Pfeife ist schon etwas an, die Kohle liegt schon drauf, der Tabak ist ziemlich heiß, also nehmt sie nicht übel. Ne? Was haben wir hier? Wir haben hier Erdbeere mit Himbeere. Kommen wir gerade mal zum Geruchstest. Erdbeere ist halt sehr schwer hinzubekommen. Der einzige Gute, den ich jetzt bisher geraucht habe, war der von Saru, der Straw Belly. Der war ziemlich gut für Erdbeere. Der hier, ja, ist halt ein Mix, ne? Schnuppern mal dran. Schnuppern. Wie du ihn findest. Also Erdbeer und Himbeer soll das sein. Genau. Das riecht halt für mich so, ja. Intensiv, süß, Shisha, ich kann es jetzt nicht. Mhm. Aber so richtig Erdbeer, Himbeer rieche ich jetzt auch nicht raus. Nicht so, ne? Nee. Kommen wir gerade mal zum nächsten Punkt. Und zwar der Geschmack. Der Mix ist meiner Meinung persönlich
mehr Himbeere mit so einem Touch im Hintergrund von Erdbeere, würde ich jetzt sagen. Was ich aber noch verbessern würde, wäre, glaube ich, Minzschott reinzuhauen. Das würde, glaube ich, etwas besser schmecken. Dazu sage ich euch später mal was. In einem der zukünftigen Videos. Jetzt geht's. Jetzt geht's. Jetzt kann ich es auch schmecken. Nachgeschmack kriege ich ein bisschen so Himbeer. Echt? Finde ich, ja. Wenn ich so die Lippen lecke. Die Süße, ne? Ist halt sehr intensiv für mich als Anfänger, weißt du? Mhm. Gut, Leute, das war jetzt der Einblick von Felix. Ich kann es halt nicht sehr gut einschätzen, weil, naja, zum ersten Mal Shisha geraucht, ne? Als nächstes kommen wir mal zum Rauchverhalten. Wie ist das Rauchverhalten? Schauen wir uns jetzt mal an. Wie vom Holster gewohnt, top Rauchentwicklung. Erzähl Felix. Also ich rauche ja Zigaretten und mit diesem Rauch zu spielen macht schon Spaß so, ne? Ich bin es ja nicht so gewohnt, dass auch einmal so viel Dampf rauskommt, ja, ja. Weil du jetzt vom Rauchverhalten sprichst. Ja. Kommen wir gerade mal zum Fazit. Fazitstechnisch würde ich jetzt echt sagen, hey, du kannst ihn kaufen, ist halt der reguläre Preis von 17,90 €. Aber für einen Holstertabak, hey, es ist immer schön, neuen Tabak zu rauchen. Also für mich war es ein bisschen intensiv am Anfang. So, wenn man mit der Zeit gewöhnt man sich ja ein bisschen dran. Und, ja, kann ich mir schon gut vorstellen. So, schmecken tut es schon nicht. So. Was wir hier noch übrigens trinken, ne, falls ihr euch das fragen solltet, das ist keine Pisse im Glas, das ist ein Radler, ja. So Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like oder ein Abo da. Vielleicht auch den einen oder anderen Kommentar. Ich würde mich freuen. Bis dahin würde ich sagen, schöne Hookah-Time. Peace.